Leute, ich habe heute ein Thema für euch, das immer mal wieder auf meinem Kanal stattfindet. Nicht, weil ich es will, sondern weil Sender und Firmen für Quoten und Klicks immer mal wieder die gleichen Fehler machen. Es geht heute um RTL. Mein RTL, ja. Mein RTL ist das aktuell nicht mehr so. Damals, als Trash-TV noch bedeutet hat, Liebes-Casting-Shows zu machen und verrückte Köpfe aus der Medienbranche zusammen in Formate zu stecken und aufeinanderprallen zu lassen. Da habe auch ich diese Art von Sendungen geschaut und aktiv hier auf diesem Kanal kommentiert und ein bisschen satirisch durch den Kakao gezogen. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann kam der Punkt, wo meiner Meinung nach nur noch Quote um jeden Preis gemacht wurde. Hochtoxische Beziehungen wurden im Fernsehen unkommentiert für Unterhaltung ausgeschlachtet. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, die vom Sender nicht verhindert wurden. Und gefühlt gibt es noch heute zu jedem Trash-Format mindestens einmal pro Staffel ein Statement oder eine Entschuldigung des Senders, dass man dieses und jenes nicht so hätte ausstrahlen dürfen und dass man diese Fehler aufarbeiten würde. Aktuell ist RTL dabei, den nächsten Fehler zu begehen. Und diesen halte ich für so fatal, dass ich schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge mit euch über diese Sendung sprechen möchte. Es geht um die neue Reality-Soap Dubai Diaries – Living the Dream. In dieser sollen in 8 Folgen verschiedene deutschsprachige Influencer und Persönlichkeiten begleitet werden, die in Dubai ihren Traum leben. Protagonisten der Serie sind dabei Simon Desue und Enisa Bukvic. Aber ich lese euch einfach mal Auszüge des Pressetextes von RTL vor, damit ihr ein genaueres Bild von der Show bekommt. YouTuber und Unternehmer Simon Desue hat bereits mit 31 das erreicht, wovon viele Menschen träumen. Ein Leben zwischen Palmen, Sandstrand und Luxus in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Dubai. Zusammen mit seiner Freundin, dem Model Enisa Bukvic, verbringt er seinen Alltag mit Freunden im Beachclub, bei einer Spritztour im eigenen Lamborghini oder beim Chillen auf einer Yacht. Doch ist in der Parallelwelt Dubai wirklich alles Gold, was glänzt? Obwohl das Erfolgspaar ein Leben führt, um das sie jeder beneidet, strugglen auch sie mit lebensverändernden Entscheidungen und werden von ihrem Alltag herausgefordert. Was treibt Simon an, der mehr erreicht hat, als er sich je vorgestellt hat, als er 2007 im Kinderzimmer die ersten YouTube-Videos aufgenommen hat? Jetzt als erfolgreicher Unternehmer, der sich alles leisten kann und alles erlebt hat. Worin findet er seine Leidenschaft? Was erfüllt ihn überhaupt noch? Erfolgreicher Unternehmer in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Hat bei RTL irgendjemand auch nur 5 Minuten Recherche betrieben? Oder lassen sich Redakteure ungefähr so leicht von Instagram-Fame blenden, wie die ganzen Menschen, die von Simon Desue im Laufe seiner Internetkarriere abgezockt wurden? Und ganz kurzer Einschub, falls jetzt schon die ersten Leute kommentieren. Alicia, du weißt doch gar nicht, was in dieser Sendung genau passiert. Es wird doch erst Ende Dezember ausgestrahlt. Vielleicht ist es ja total Dubai-kritisch. Weiß ich natürlich nicht zu 100%. Aber der Pressetext lässt genau Gegenteiliges vermuten. Der ist deutlich länger als das, was ich euch jetzt gerade vorgelesen habe. Und immer wieder wird über Simon Desue und seinen unfassbaren Erfolg gesprochen. Und die einzigen Probleme, die wohl in der Soap auftauchen, von denen hier gesprochen wird, sind persönliche Probleme. Von wegen, was macht Simon Desue jetzt, wo er alles erreicht hat? Wie halten er und seine Freundin ihre Beziehung frisch? Kein Wort zu Dubai an sich und dem Auswandern als Problematik. Zusätzlich habe ich die starke Vermutung, dass dieses Format an die Serie Dubai Bling von Netflix angelehnt sein wird. Denn diese Serie funktioniert eigentlich genauso, wie es im Pressetext von RTL beschrieben wird, nur dass man halt Namen austauschen könnte. Es ist eine Reality-Soap über Influencer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die es geschafft haben und die in Dubai ihr Luxusleben leben. Und die einzigen Probleme, die sie haben, sind da von privater Natur, also irgendwie Gossip oder zwischenmenschlich einfach Streitthemen und sowas in der Art. Für diese Netflix-Serie gab es übrigens schon starke Kritik, zum Beispiel in der Wirtschaftswoche. In der Netflix-Serie Dubai Bling wird das autokratische Emirat als Sehnsuchtsort inszeniert. Jetzt will auch Saudi-Arabien einen Ableger fürs bessere Image. Also Tipp an alle Influencer, bucht schon mal euren Flug. Vielleicht dürft ihr dann bei RTLs nächstem Format dabei sein. Ich meine, nach Dubai Diaries fehlt doch nur noch Saudi Secrets oder Qatar Country Clubs. Spaß beiseite. Ich werde euch in diesem Video ganz genau erläutern, warum ein Format wie Dubai Diaries absolut fahrlässig ist. Dabei werde ich mich einmal um die Protagonisten kümmern und einmal um das Konzept allgemein. Und ich verrate schon mal so viel, wenn RTL Plus diese Sendung dann nach wie vor auf den Markt bringen möchte, weiß ich auch nicht mehr. Simon Desue.
würde ich hier alle Fauxpas auflisten, die sich Simon Desue während seiner Social-Media-Karriere geleistet hat, dann wären wir morgen noch dran. Deswegen werde ich mich in diesem Video nur auf die relevantesten Dinge beschränken. Machen wir das doch einfach chronologisch. Schon früh begann Simon Desue oder Joshua Weißleder, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, auf YouTube mit jedem Trend mitzugehen, was ja erstmal vollkommen legitim ist, aber auch ansonsten alles für Klicks zu tun. Ob es nie aufgelöste Gewinnspiele waren. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt, wenn ihr mit diesem Video was Neues gewinnt, und zwar könnt ihr jetzt 3 City-Scooter gewinnen. Ob es Lebensmittelverschwendungen waren. Ob es Idee oder Formatklau war im großen Stil von beispielsweise amerikanischen YouTubern oder einfach nur übelstes Clickbait. Bei ihm war alles dabei. Richtig kritisch wurde es allerdings das erste Mal im August 2018. In einem Video nutzte Simon Desue einen extrem starken Laserpointer, dessen Benutzung in Deutschland illegal ist, da er beispielsweise eine enorme Hitze entwickelt, Flugzeugpiloten blenden und Menschen beim direkten Reinschauen erblinden lassen kann. Simon Desue fiel nichts Besseres ein, als mit genau so einem Laserpointer erstmal in Hamburg Gebäude und den Fernsehturm anzuleuchten. Das ist so illegal! Guck mal, wie weit das geht! Oh mein Gott! Laut Gerüchten soll sich dabei auch eine Frau am linken Auge verletzt haben. Die Polizei Hamburg bestätigte dem Kanal Offen und Ehrlich auf Anfrage aber lediglich 3 bis 4 Hinweise, die aus dieser Nacht zu diesem Sachverhalt stammten. Simon Desue erhielt daraufhin eine Gefährderansprache durch die Polizei und gegen ihn wurde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Offen und Ehrlich werde ich für Simon Desues weitere Skandale jetzt noch öfter zitieren. Andere YouTuber haben damals natürlich auch immer darüber berichtet, aber niemand hat es wirklich so konsequent und sauber gemacht wie dieser Kanal. Also ganz dicke Props, check die Jungs und Mädels unbedingt mal nach diesem Video aus. Wo waren wir? Nachdem Simon Desue das erste Mal bewies, dass ihm andere Menschen relativ egal sind, solange es um Klicks und Kohle geht, wagte er sich an das erste perfide Geschäftsmodell. Er selbst fing an, Produkte via eine Art Dropshipping auf Amazon zu verkaufen. Und das an sich ist erstmal ein erlaubtes Geschäftsmodell. Was man moralisch von sowas hält, ist nochmal eine andere Frage. Ganz grob erklärt, man kauft eine große Menge eines recht banalen Produktes meistens in Asien, häufig in China, günstig ein und verkauft es dann teurer über Amazon an den europäischen Markt. Besonders erfolgreich wird man als sogenannter Amazon-Seller, wenn viele Menschen das eigene Produkt kaufen und auch gute Bewertungen dalassen, sodass man auf der Amazon-Seite mit seinem Produkt recht hoch gerankt wird. Einige Seller haben dafür einen Trick entwickelt. Sie kaufen ihre eigenen Produkte selbst für andere Leute ein und schicken diesen die kostenlos zu. Und im Gegenzug dafür sollen diese anderen Menschen dann eine gute Bewertung dalassen. Und so kann man sich quasi verifizierte positive Bewertungen auf Amazon kaufen. Und ein solches System, was schon ein bisschen fragwürdig ist, etablierte Simon Desue auch mit seinen Followern. Ja, die würdest du zum Beispiel nach Hause geschickt bekommen, die schaust du dir an und denkst so, ja, ich finde dich cool, würde ich zum Beispiel von Stern, sagen wir mal, von 1 bis 5 die Sternquote 4 geben. Mit dem Unterschied, dass sie die Produkte, also Batterien und Ketten und sowas, nicht mal kostenlos bekamen, sondern für diesen Produkttest 9,90 Euro monatlich an ihn zahlen mussten. In einem Abo-Modell. Und teilweise mussten sie dann sogar in Vorleistung gehen für die einzelnen Produkte, also die erstmal auch selbst kaufen, selbst bestellen. Unklar ist, ob alle Menschen jemals das Geld zurückerhalten haben, was sie dafür ausgegeben haben. Ich hoffe, man versteht es grob. Kurz ein kleines Zwischenfazit, auch an RTL Plus. Also solche Personen, die sowas machen, nennt man nicht erfolgreiche Unternehmer. Solche Personen nennt man Betrüger. Später folgten dann weitere dubiose Geschäftsmodelle. Zum Beispiel eine typische Ich-mach-dich-reich-Masterclass, die aggressiv mit Countdowns beworben wurde und 100 letzten Chancen, dass man sich doch bitte noch ganz schnell anmelden soll, weil sonst die einmalige Chance weg sei. Diese Werbemethode mit künstlicher Verknappung und falschen Druckmitteln ist in Deutschland übrigens wettbewerbswidrig. Und diese wettbewerbswidrige Methode nutzte Simon Desue dann auch noch ein anderes Mal für den Verkauf von irgendeiner ominösen Zahnweiß-Zahnpasta. Das ist einfach nur ein Countdown. Den kannst du einfach auf eine Homepage einfügen und dann zählt er halt einfach bis 1 runter. Steht hier auch, wo es losgeht. Nämlich bei 79 geht's los und es hört dann bei 1 auf. Meine persönliche Kirsche auf der veganen Sahne war aber Simon Desues Instagram Academy. Für nur 7 Euro monatlich vermittelte er einem da
wirklich banales Instagram-Grundwissen, also so à la, wie mache ich eine gute Story. Und versprach ihm aber trotzdem, dass man mit diesem Programm reich wird. Und der Trick, wie man damit reich werden konnte, war nicht unbedingt durch Instagram, sondern auch durch eine alternative Methode. Man sollte nämlich das Programm weiterempfehlen an Freunde und an Bekannte. Und dann würde man für jeden, den man geworben hätte, jeweils die 3,50 Euro, also die Hälfte seines monatlichen Beitrages, selbst bekommen. Diese Personen müssen dann natürlich wiederum mehrere Freunde anmelden, damit sie von dem System profitieren. Und sowas nennt man auch Schneeballsystem und das ist in Deutschland illegal. Achso, und sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, dass Sam Desue zwischenzeitlich auch noch einen Prank veröffentlicht hat, indem er so tat, als ob er sich Falschgeld im Darknet bestellt und das dann auch benutzt hat. Und deshalb musste er sich dann Ende 2019, Anfang 2020 wegen Vortäuschen einer Straftat vor einem Gericht in Hamburg behaupten. Und während ich hierzu einfach sagen würde, okay, danke Deutschland, dass endlich mal hier zumindest in diesem Fall durchgegriffen wird, ihr tut hier einfach nur das Richtige, um junge Menschen zu schützen, sah Simon Desue das als persönlichen Angriff auf seine künstlerische Freiheit. Deutschland wolle einem als Unternehmer einfach Steine in den Weg legen. Das und der Fakt, dass er auch vielleicht ein bisschen kalte Füße bekommen hat, wegen seiner ganzen Scam-Aktion, jetzt wo Papa Staat auf einmal durchgreift, war wohl der finale Grund für ihn, nach Dubai zu gehen. Also schätze ich jetzt einfach mal. Naja, und seitdem wohnt Simon Desue in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es RTL so schön formuliert. Fassen wir zusammen, Simon Desue hat es vielleicht monetär geschafft, aber menschlich und moralisch ist er ein absoluter Versager, wenn nicht sogar Betrüger. Trotzdem wird ihm bei RTL Plus nun eine eigene Show gewidmet und eine riesige Plattform geboten. Danke für nichts. Kommen wir zu Punkt 2 des Videos. Dubai. Warum die Verherrlichung von Dubai problematisch ist, das muss ich den Zuschauern auf diesem Kanal vermutlich nicht noch ein hundertstes Mal erzählen. Ob es die Gefangenschaft der Tochter des Emirs ist, die Rechte von Homosexuellen in diesem Land, die nicht existieren, private Wildtierzoos, willkürliche Inhaftierungen, Todesstrafen oder der Fakt, dass Journalisten dort überwacht werden und bei kleinster Kritik an der Regierung schon mit Strafverfolgung rechnen müssen, was unter anderem lange Haftstrafen und Misshandlungen im Gefängnis bedeuten kann. Wir haben hier schon alles gehört. Deswegen möchte ich hier jetzt nur auf 4 bestimmte Punkte eingehen, warum es besonders problematisch ist, Influencern in diesem Land eine Plattform zu geben. Erstens, Doppelmoral. Aufgrund der eben genannten Punkte werden die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, von Reporter ohne Grenzen auf Platz 138 gerankt, was die Pressefreiheit des Landes im weltweiten Vergleich angeht. Katar, über das wir ja in letzter Zeit viel sprechen, ist übrigens ein ganzes Stück weiter vorne auf Platz 119. Darüber zu diskutieren, ob jetzt die Emirate oder Katar mehr Menschenrechtsverletzungen begehen oder mehr Frauenrechte beschneiden, das wäre jetzt wahrscheinlich Haarspalterei. Aber kommen wir nochmal zur WM in Katar. Ich habe jetzt keinen Fall gefunden, bei dem sich RTL eindeutig irgendwie für oder gegen einen Boykott der Fußball-WM ausgesprochen hat, aber sie haben darüber fleißig diskutiert. So wurden zum Beispiel auf der RTL-News-Website Pro-Argumente für das Schauen der WM gesammelt, aber auch Kontra-Argumente, also für einen Boykott. Ich zitiere, an einem Boykott der WM in Katar führt nun kein Weg mehr vorbei. Es gab zuletzt schon viele gute Gründe für diese Haltung. Der Tod tausender Gastarbeiter auf den offiziellen WM-Baustellen etwa oder die gekaufte Vergabe. Doch nun zeigen die offenen Aussagen des WM-Botschafters, der Homosexualität mit einem geistigen Schaden gleichsetzt, ein neues Maß an unverzeihlichen Menschenrechtsverletzungen. Liebes RTL, werdet ihr über euer eigenes RTL Plus Format in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch so diskutieren? Denn auch hier gibt es Gastarbeiter, deren Pässe abgenommen werden. Menschenrechtsverletzungen und Homosexualität wird auch in diesem Land nicht geduldet. Hinzu kommt, dass ihr dieses Format diesmal nicht von extern, wie bei einer WM, kritisiert, sondern es selbst ins Leben gerufen habt. Aktiv. Und das stinkt für mich persönlich gewaltig nach Doppelmoral. Zweitens, wir bezahlen Steuerflüchtlinge. Der Grund, warum viele Influencer nach Dubai ziehen, ist nicht unbedingt, dass es dort im Sommer regelmäßig über 40 Grad heiß wird. Klar, Luxus, Prunk und tolle Kulissen werden auch eine Rolle spielen, aber die Vereinigten Arabischen Emirate locken vor allem mit einer Einkommenssteuer von 0%. Während man also in Deutschland als beispielsweise Einzelunternehmer progressiv Einkommenssteuerabgaben von bis zu 45% sowie Gewerbesteuerabgaben hat und man somit einen großen Teil
seines Einkommens nicht behalten darf, geht in Dubai einfach alles in die eigene Tasche. So kann man als besonders erfolgreicher Influencer 6- bis 7-stellig sparen. Dennoch wird weiterhin hauptsächlich mit deutschen Zuschauern und Kunden Geld verdient. Das ist per se nicht verboten, aber es ist tendenziell asozial. Ne? Nur mal als Beispiel, wenn es jeder so machen würde, hätten wir ein Problem. RTL Plus fällt nichts Besseres ein als diese Steuerflucht und das ist es per Definition. Und das gesparte Geld, was somit dem Fiskus entgeht, zu glorifizieren und zu sagen, diese Personen hätten es finanziell geschafft. Mit so einer Berichterstattung wäre man vielleicht 2010 noch durchgekommen, aber wir haben 2022. Die Menschen haben keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Wir haben hier Inflation, einige Leute können nicht mal ihren Strom bezahlen diesen Winter und RTL Plus fällt nichts Besseres ein, als mit den Geldern der Abonnenten so eine Serie zu finanzieren. Ich weiß ja nicht. Machen wir schnell weiter. Drittens, sie leben im Luxus, während andere leiden. Wenn man die dort ansässigen Influencer fragt, dann ist Dubai ein tolles Emirat. Sie fühlen sich dort so wohl und so sicher, auch als Frau. Und alle seien so freundlich. Und das glaube ich sogar, dass diese Influencer dort diese Erfahrung machen. Denn Dubai will Influencer, die positiv über das Emirat berichten. Die Realität sieht aber oft anders aus. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Eine der Reality-Soap-Teilnehmerinnen wird die ehemalige GNTM-Kandidatin Juliana Farfalla sein. Auch sie berichtet auf ihrem Kanal immer wieder positiv über Dubai, lebt das Glam- und Glitzerleben und zeigt sich auch sehr freizügig, was per se in den arabischen Regionen eigentlich nicht so gern gesehen und teilweise auch geahndet wird. Hinzu kommt, dass sie einen Trans-Hintergrund hat. Schnell bekommt man auf ihrem Kanal den Eindruck, dass Dubai ja doch einen großen Sprung gemacht haben muss, also in Bezug auf Frauenrechte, in Bezug auf Transrechte. Aber das ist nicht der Fall. Dubai misst nämlich mit zweierlei Maß. Während Influencer sich dort frei entfalten dürfen, machte 2019 erst ein Fall die Schlagzeile, in welchem einer Transfrau die Einreise verweigert wurde. Sie wurde unter anderem gefragt, ob denn everything cut off, also alles untenrum abgeschnitten sei, und musste sich dann vor 3 Sicherheitsleuten ausziehen. Die beiden Frauen mussten dann anschließend ihren Flug auf eigene Kosten umbuchen, da sie nicht einreisen durften. Und auch Homophobie ist in Dubai nach wie vor en vogue. Ein 27-jähriger Elektriker aus Schottland wurde zum Beispiel 2017 von einem Gericht zu 3 Monaten Haft wegen unzüchtigen Verhaltens verurteilt, weil er einen Mann in einer überfüllten Bar an der Hüfte berührt hatte. Auch in Bezug auf das Leben und Arbeiten dort vermitteln Influencer ein gefärbtes, wenn nicht sogar falsches Bild. Dazu habe ich mir erst letzten Monat ein sehr spannendes Video des YouTubers Ride with Gabby angesehen. 2012 arbeitete er in einem Hilton Hotel in Dubai auf einer recht hohen Position als Frontdesk Supervisor. Bereits am ersten Arbeitstag vor Ort musste er seinen Reisepass abgeben. Laut ihm wurde das dort bei allen Angestellten so gemacht. Er musste dann bis zu 16 Stunden täglich arbeiten, also zumindest regelmäßig Überstunden machen, die nicht bezahlt wurden. Auch auf freie Tage wurden regelmäßig Aktivitäten wie dann zum Beispiel Team-Meetings und sowas verlegt. Und nach einem Arbeitstag wurden die Mitarbeiter geschlossen mit einem Bus 25 Minuten raus in die Wüste gefahren, wo dann ihre Unterkünfte waren. Also er zeigt seine Unterkunft auch in diesem Video. Generell sagt er in diesem Video, dass es ihm in der Zeit mental gar nicht gut ging, dass es viel Druck gab, auch viel, ja nicht Gehirnwäsche, aber dass ihm immer impliziert wurde, dass er das alles mit sich machen lassen muss. Und nach einem Jahr bekam er dann seinen ersten Urlaub. Er musste aber versichern, dass er nicht mit seinem Pass, den er ja für den Urlaub dann brauchte, einfach abhaut und nicht mehr wiederkommt. Und dafür mussten dann 2 andere Mitarbeiter bürgen. Und wäre er abgehauen und nicht wiedergekommen, dann hätten die einen Monatslohn verloren. Unter diesem Video gab es übrigens Hunderte, wenn nicht sogar 1000 Kommentare von Menschen, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Gerade Personen aus Indien oder Bangladesch und heutzutage auch viel aus Zentralafrika und Co. kommen mit sehr viel Hoffnung in das Land, weil sie da Geld verdienen können, was sie dann ihren Familien zu Hause schicken, werden dann aber durch psychische Manipulation und durch so Dinge wie das Einbehalten von Pässen im Land gehalten und an der Rückkehr gehindert. Das gibt es bis heute und der Grund, warum Influencer das nicht
nicht sehen, ist, dass diese Gastarbeiter sehr stark abgeschottet werden. Also gerade in Bereichen wie zum Beispiel dem Bauwesen. Also die werden abends spät reingefahren in die Stadt, dann arbeiten die die Nacht durch und morgens früh, gerade wenn die Sonne aufgeht, fahren die wieder zurück. Und zwar raus in die Wüste und dann noch ein ganzes Stück und dann sind da die Lager, wo die wohnen. Dazu gibt es auch einige Videos hier auf YouTube, wo zum Beispiel auch diese Unterkünfte gefilmt werden. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen, denn auf RTL Plus werdet ihr diese Seite von Dubai vermutlich nicht sehen. Viertens, Propaganda. Wenn man Werbung für ein Produkt macht und dabei negative Punkte verschweigt, dann ist das eine beschissene und unehrliche Werbung. Wenn man das für ein Land macht, im Auftrag des Landes, dann grenzt das an Propaganda. Jan Böhmermann deckte ja bereits 2021 auf, dass einige Influencer in Dubai Media-Lizenzen unterschreiben, die ihnen verbieten, negativ über das Emirat, die Religion, die Politik oder die Staatsoberhäupter zu sprechen. Einige Influencer, vor allem die weniger erfolgreichen, leugnen das vehement. Und vielleicht haben sie recht, ne? Vielleicht müssen sie wirklich nicht diese Media-Lizenzen unterschreiben, wenn sie keine Millionen Follower haben, sondern nur 50.000. Aber auch die Influencer wissen mit Sicherheit, dass es sehr unklug ist, zum Beispiel Staatsoberhäupter zu kritisieren, da sie sonst im besten Fall in den nächsten Flieger nach Hause geschickt würden. Und deshalb unterlassen sie es. Ob vertraglich besiegelt oder nicht, es ist trotzdem eine Art Staatspropaganda für ein Land, welches Menschenrechte in vielerlei Hinsicht noch mit Füßen tritt. Sofern diese Menschen nicht zufällig wohlhabende Expats oder Influencer sind. Und wenn RTL das auch nur im Ansatz glorifiziert, dann machen sie sich meiner Meinung nach mitschuldig. Mich persönlich würde noch interessieren, ob RTL vielleicht sogar Geld von Dubai für dieses Projekt bekommen hat. Ich bezweifle das zwar sehr stark, weil das wäre wirklich richtig weird und das können sie auch eigentlich nicht annehmen. Es müsste eigentlich klar sein. Aber ich sage das aus dem Grund, dass ich weiß, dass sehr viele Influencer, die eben angefragt werden, um in Dubai Urlaub zu machen, um darüber zu berichten, sehr viel Geld geboten bekommen. Das kann ich euch jetzt leider nicht belegen, weil ich das erstens immer nur gesagt bekommen habe und zweitens ich auch nicht sagen möchte, von wem ich das genau habe. Ich kann nur so viel sagen, die Personen haben es abgelehnt, sind nicht nach Dubai geflogen für dieses gute Geld. Das müsst ihr mir aber an der Stelle einfach glauben, ne? Also könnt ihr auch mir gerne nicht glauben, das kann ich euch nicht schriftlich geben. Aber es wird einige Leute geben, die euch das so ähnlich bestätigen im Internet. Übrigens möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich auch in meinem Buch bereits ein kleines Unterkapitel über diese Dubai-Thematik geschrieben habe. Ich habe hier aber auch noch ein weiteres, sehr interessantes Steuermodell ausfindig machen können, mit dem viele Travel-Blogger sehr viel Geld sparen. Die meisten von denen sind nämlich steuerlich sehr viel gewiefter, als sie auf Instagram und Co. tun. Also wir reden hier auch von so Offshore-Firmenkonstrukten und so weiter und so fort. Und sie verbrauchen extrem viel CO2. Auch das habe ich in diesem Buch hier tatsächlich mal zusammengerechnet, wie viel so ein Travel-Blogger-Paar im Jahr geflogen ist und was das für einen Fußabdruck hat. Wenn ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann ist dieses Buch vielleicht eine ganz coole Option für eure Kinder, eure Geschwister oder auch eure Eltern. Kleine Werbung am Rande, aber ich fand es hier bei diesem Thema extrem passend. Final möchte ich mich nochmal an RTL wenden. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich dieses Video sehr drastisch formuliert habe. Ich persönlich bin nach wie vor ein kleiner Fan von RTL, weil ich diesem Sender einfach viel zu verdanken habe in meiner Karriere. Und ich glaube, man reagiert besonders empfindlich, wenn die Leute, die man eigentlich ganz okay oder cool findet, sehr, sehr uncoole Sachen machen. Und so ging es mir bei der Ankündigung dieses Formats. Und ich weiß, ne, mit Sicherheit haben da sehr viele Menschen sehr lange extrem viel Herzblut reingesteckt. Ich habe ja selber lange in der Medienbranche gearbeitet. Ich weiß, wie das ist, so ein Projekt umzusetzen. Das braucht Monate bis hin zu teilweise Jahre. Und es gibt da wirklich Leute, die sich einfach tagtäglich nur damit befassen. Dennoch möchte ich die Empfehlung aussprechen, das Senden dieser Reality-Soap aufgrund der Glorifizierung von den Protagonisten und auch dem Dubai-Leben nochmal ganz, ganz gut zu überdenken. Ihr könnt mir jetzt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber bleibt möglichst rational, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal.